Der letzte Reaktor steht still. Die Zeit des Atomstroms in Deutschland, sie ist vorbei. Jetzt startet hier ein gigantisches Projekt, der Rückbau. Wie sicher ist das? Es ist einfach wahnsinnig aufwendig. Gäbe es noch ein Zurück? Das Thema ist durch. Normalerweise kommt man da hinter mir nicht rein. Aber der Betreiber, die NBW, hat ausgewählte Medien zu einer Presseführung eingeladen. Wir werden die letzten Brennstäbe und die jetzt ruhende Turbine sehen. Es ist ein Besuch mit Auflagen. Wir werden nicht alles filmen dürfen und mehrere dieser Sicherheitsschleusen passieren müssen. Wir sind auf dem Weg zum Reaktorgebäude von Block 2 des Atomkraftwerks in Neckarwestheim. Seit dem 15. April wird dort kein Strom mehr produziert. In 5 Stunden ist es soweit. Die letzten 3 Atomkraftwerke gehen vom Netz nach jahrzehntelanger Kontroverse. Wir wollen sehen, was sich seitdem hier getan hat. Dafür müssen wir uns umziehen und bekommen jeder so ein Dosimeter. Es wird die Strahlenbelastung messen. Mal schauen, wie es dann jetzt am Ende von meinem Besuch heute ist. Denn auch wenn der Reaktor hinter dieser Schleuse stillsteht, ein Besuch bleibt gefährlich. Block 2 ging vor mehr als 30 Jahren ans Netz, produzierte seitdem mehr als 375 Milliarden Kilowattstunden Strom, deckte damit jährlich ein Sechstel des Strombedarfs von Baden-Württemberg. Einen Monat nach der Abschaltung findet im Reaktorgebäude von Block 2 keine Kernspaltung mehr statt. Nach Baustelle sieht es hier aber nicht aus. Was ist denn konkret hier jetzt schon bei Ihnen passiert? Das Wichtigste, was war, war die Vorbereitung zur Inanspruchnahme der Stilllegung und Abbaugenehmigung. Formal sind wir jetzt dann dort vom eigentlichen Nachbetrieb in den Restbetrieb übergegangen und sind jetzt formal und auch richtig im Rückbau angekommen. Fürs Erste heißt das, die letzten Brennelemente sind in diesem Abklingbecken. 18 Meter ist es tief, das Wasser rund 30 Grad warm. Es schützt vor den hochradioaktiven Strahlen und kühlt für die nächsten 3 bis 4 Jahre. So lange wird sich hier erstmal kaum etwas verändern. Denn, das hören wir hier sehr oft, wir haben unser Kraftwerk immer sicher betrieben und so werden wir auch den Rückbau sicher dann durchführen bis zum Schluss. Im AKW geschehe kein Schritt ohne Gutachter und behördliche Genehmigung. Solange der Kernbrennstoff in der Anlage noch enthalten ist, in dem Fall eben im Lagerbecken und nicht mehr selber im Druckbehälter, wo er eben vorher war, sind die Sicherheitsmaßnahmen die gleichen wie eben auch zu Betriebszeiten. Und das heißt, alle Sicherheitsbarrieren und alles wird so weiter vorgehalten, wie es eben zu Betriebszeiten war. Was später dann passiert, zeigen Videos des Betreibers von anderen Standorten. Die Hauptkühlmittelleitungen werden vom Reaktordruckbehälter getrennt und zerlegt. Der Reaktordruckbehälter demontiert und ebenfalls zerlegt per Fernsteuerung. Es muss viel fernhantiert werden, es muss sehr viel geplant werden. Das geht sogar so weit, dass man kompliziertere Schritte, dass man quasi inaktiv diese Dinge nachbaut. Und die Verfahren, die man verwendet, die Schneideverfahren, die Messgeräte, die fernhantierten Geräte, erstmal an inaktiven Materialien testet, bevor man sie in den aktiven Bereich bringt, um dort dann wirklich einzusetzen. Aufwendig sei auch die Dekontamination. Die Systeme werden von radioaktiven Partikeln befreit werden mit Sandstrahlung oder Säure. Man versucht, so viel wie möglich der Radioaktivität aus den Kreisläufen, aus dem Reaktordruckgefäß, überall alles, was sich quasi rauslösen könnte oder in die Luft quasi freisetzen könnte beim Rückbau, wegzukriegen, solange alle Systeme noch geschlossen sind und funktionstüchtig sind. Der Weg raus aus dem Reaktorgebäude führt uns durch mehrere Strahlenprüfungen. Das Ergebnis meines Dosimeters ist okay. Zur Einordnung. Der jährliche Grenzwert für Menschen, die im AKW arbeiten, liegt bei 20 Millisievert. Keine Kontamination. Ohne Kittel und Überschuhe geht es in Richtung Maschinenhaus. Wo es einst dampfte und lärmte, herrscht jetzt Stille. Einzelne Teile wurden hier schon abmontiert. Auch die Turbine und der Generator werden ausgebaut werden. Im Block 1 von Neckarwestheim ist das schon geschehen. Während das Reaktorgebäude wegen Kontamination komplett abgebaut wird, könnte das Maschinenhaus stehen bleiben. Also wenn alle Systeme und Komponenten hier ausgebaut sind, dann ist das im Prinzip eine große Lagerhalle. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Insgesamt werden beim Abbau von Block 2 800.000 Tonnen Abfall anfallen. 1% davon radioaktiv, also 8.000 Tonnen. Wo die gelagert werden, sehen wir später.
Immer noch wird diskutiert, ob man abgeschaltete Reaktoren nicht doch noch wieder ans Netz nehmen könnte. Wäre das in Neckarwestheim möglich? Wir haben die Stilllegungs- und Abbaugenehmigung für diesen Block erhalten und letzte Woche auch in Anspruch genommen. Damit ist unsere Betriebsgenehmigung verändert. Und ohne eine Betriebsgenehmigung ist ein Weiterbetrieb per se unmöglich. Aber wenn man die Anlage einfach so lassen würde, quasi dass das Wasser bleibt drin, man dekontaminiert nicht, man trifft keine weiteren Maßnahmen für den Rückbau, man lässt alles wie gehabt, könnte man natürlich ein Kernkraftwerk auch wieder in Betrieb nehmen. Das Thema ist durch. Wenn man eine Diskussion über den Weiterbetrieb der Kernenergie hätte führen wollen, dann hätte man die in den letzten Jahren führen müssen. Jetzt sollten wir uns darauf konzentrieren, die Energiewende voranzubringen. Wie geht's Ihnen damit? Ach Gott, wir haben uns über Jahre eigentlich darauf vorbereiten können. Also es ist für uns nichts Überraschendes. Insgesamt baut die NBW jetzt 5 Atomkraftwerke ab. Rund 9 Milliarden Euro wird das kosten. Auf dem Weg zum Ausgang erhaschen wir noch einen Blick auf den Ort, an dem der kontaminierte Bauschutt demnächst landet. Wir sehen hier den Eingangsbereich zum Zwischenlager. Dort stehen die Brennelemente in Transport- und Lagerbehältern, im allgemeinen Sprachgebrauch Castor-Behältern. Das ist eine Besonderheit am Standort in Neckarwestheim, was nicht als Halle gebaut ist, so wie an den anderen Standorten, sondern als Tunnel in das Felsgestein hinein. Die Ära der Atomkraft. In Neckarwestheim ist sie noch nicht vorbei. Es muss immer noch ein Endlager gefunden werden. Und der Rückbau des Kraftwerks wird mindestens 15 Jahre dauern. Ich fand es super spannend, mal in einem Atomkraftwerk gewesen zu sein. Denn es steht fest, hier wird kein Strom mehr produziert werden. Auch wenn die Arbeit hier noch längst nicht erledigt ist.